Do you believe? Oh yeah. Woohoo! Do you believe in love and love? Oh. Was passiert gerade? Do you believe in love and love? Guck mal, das ist meine Corona-Maske. Hallo meine Damen und Herren und willkommen heute bei den Nachrichten. Mit dabei haben wir unseren Radler-Profi Roman dabei. Hallo, was sagen Sie, dass Sie bei der Tour de France nur Siebter geworden sind? Ich trinke gern Radler und ja. Vielen Dank und gute Nacht. Ade. Wie geht's euch, liebe Leute? Hi, schön euch zu sehen. Heute sind wir wieder zusammen. Diese Maske stinkt, Alter. Aber ja, tatsächlich stinkt Glas in diesem Raum schon sehr deutlich. How to build Jungle Villa Underground Swimming Pool. Ich habe das Video sogar schon mal gesehen, aber ich wollte es dir mal gerne zeigen. Und ich wollte mal gerne von dir wissen, was du davon hältst. Deswegen schauen wir einfach mal rein. Wer ist da? Ist das etwa Dr. Auge, der da oben ist? Falls ihr übrigens diese Wandlampen da hinten super interessant findet, schaut doch unten in der Videobeschreibung vorbei. Da könnt ihr die Wandlampen auf Amazon finden. Viel Spaß. Let's go. Ich zeig dir mal, wie das hier abläuft. Da geht es darum, das sind so Jungs. Das kennst du bestimmt. So, ich hab's schon mal gesehen. Hast du schon mal gesehen. Aber die machen das irgendwie ganz interessant. Beziehungsweise in dem Video ist es nur einer. Und das finde ich krass, wie die das machen. Es ist ein bisschen länger her, als ich das gesehen habe. Aber der hat mega die kranken Werkzeuge und irgendwie baut der richtig schnell dieses Haus auf. Also baut der, also ja, ich habe sowas eh schon mal gesehen, aber der, ich kenne es halt nur so, dass die so kleine Sachen gemacht haben oder so, also nichts Großartiges. Ja, also hier ist es sogar so, der baut sogar einen eigenen... Also ich will mich nicht spoilern lassen. Ich glaube, der baut sogar einen eigenen Eingang gerade. Ich glaube, die fangen immer mit einem Eingang an. Ich habe gesehen, ich glaube so, dass jemand so Schuhe mal gemacht hat aus so Dings. Schuhe? Schuhe, ja. Guck mal, was der für riesen Äste nach oben hin. Und guck mal, die haben so Lianen einfach. Die kannst du einfach. Das sieht aus wie ein Seil. Das sieht echt aus wie ein Seil, gell? Als ob die das aus dem Baumarkt kaufen. Der ihr Dschungel ist einfach der ihr Baumarkt. Alter, der kann sich da sogar schon dran abheben. Yo! Wie perfekt die Äste auch alle sind, gell? Ja, Alter, das ist wirklich richtig krass, gell? Diese Äste sind alle auf der perfekten Länge und so. Länge. Also, als wäre das so gewollt vom Wald. Ja, Mann, als ob der Wald unbedingt will, dass er dieses Haus baut. Boah, der kann einfach da drauf stehen jetzt schon, gell? Alter, wie schnell, gell? Boah. Sag mal, warum machen wir nicht auch so ein Projekt? Wir gehen einfach in den Wald und dann bauen wir so ein Ding. Weil jetzt wieder Winter ist? Im Winter ist es doch noch besser. Stimmt, Risiko, uah. Alter, der macht... Junge! Jo, wie der da hochklettert. Oh mein Gott. Hä, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Liane, vielleicht ist die echt gekauft, Mann. Die ist zu perfekt schon. Ja, gell? Ich finde dieses Haus... Also es ist schon ganz schön wackelig irgendwie noch. Es ist schon wackelig, aber ich finde, der baut das richtig perfekt. Aber richtig perfekt. Guck mal, was... Alter, was? Das ja, aber das, ja, da zieht es doch mega rein, oder nicht? Ja, ich glaube, der macht bestimmt noch so Blätter davor, damit da der Wind nicht reinzieht. Ja, 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 oder halt irgendwie, keine Ahnung, mit Dreck oder so. Mit Dreck? Mit Dreck? Hey, ich glaube, der macht das wirklich mit Dreck. Schau dir das mal genau. Ja, guck, er nimmt Dreck. Hä, aber für... Hä? Aber da brauchst du ja eigentlich Lehm für, nicht nur Dreck. Alter, Junge. Der muss eigentlich, braucht der Lehm, um ich, das zu basteln. Ich schwör dir mal was, der Typ, der baut dieses Haus schneller... in real life, als wir beide es in Minecraft jemals machen könnten. Wollen wir mal eine Challenge machen? Falls ihr da drauf Bock habt. Falls ihr mal Bock drauf habt, dass wir mal eine Minecraft vs. Real Life Challenge selber machen, ne, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video. Okay, gucken wir weiter. Der ist nämlich gerade dabei, den Boden auszuheben. Alter, der macht das einfach nur mit einem Stock, gell? Und da macht er schon wieder diese Lianen. Alter, wie macht der das so schnell? Mit den Händen, glaube ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so ganz mit rechten Dingen... Doch, das ist Lehm jetzt. Da macht er jetzt mit Lehm. Oh, ja, weil er macht jetzt richtigen Clay einfach. Ja, mit Lehm macht das. Das ist der echte Clay. Oh, das macht bestimmt mega Spaß, da drin rumzutanzen. Was meinst du, er kriegt seine Füße nie wieder sauber? Ich denke auch, Mann, die bleiben für immer und ewig dreckig. Ja.
Kalt. Alter, der macht einfach Heu drauf. Ja, ja, das ist für die Isolation, glaube ich. Ah, ja, 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 okay, verstehe. Ah, der macht Heu und dann, macht dann schmiert er das da oben Matsch drauf. Das ist halt einfach für die Stabilität, weißt du? Für die Stabilität. Und wenn es regnet, dann lässt es nicht durch, oder? Boah, keine Ahnung. Boah, Alter, wie glatt hat aber der. Aber ich glaube, das dauert ewig. Ich mach das mit da rein so. Wow. Aber so Matsch. Das ist auch für die Stabilität so, damit die Fasern sozusagen es besser zusammenhalten. Ja. Oha, stimmt. Oh, guck, jetzt macht er sogar die Wände. Jetzt macht er die Wände. Oh, Junge. Ja, not bad. Junge, aber ist es immer so dreckig? Ist es immer derselbe, ja, gell? Ja, ich glaube schon. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der das einfach alles alleine macht, Mann. Jo, was? Guck mal, wie das ganze Ding. Warte, ich war gerade ein bisschen confused. Brain AFK. Guck mal, wie. Der sieht schon richtig krass aus. Ja, aber der macht das so glatt. So als ob das mit so einem Presslufthammer glatt gemacht wird. Irgendwas mit. Ah, das sind so Ameisenhügel, ne? So alte. Stimmt. Irgendwie das so. Das ist auch nochmal. Irgendwas ist, glaube ich, auch nochmal so zur Stabilität oder sowas. Trägt es nochmal bei. Nee, Mann, der macht sandige Steine da rein. Sandstone einfach, gell? Ah, der macht das, glaube ich, damit das Wasser da drin bleibt, oder? Oder halt einfach Dings. Als Fußmassage. Yo, warte, ich will jetzt wissen, für was. Macht der jetzt einen richtigen Pool da draus? Keine Ahnung. Es wird ein Matschpool, Alter. Ja, es wird matschig gemacht. Aber wahrscheinlich ist es auch nochmal zur Stabilisierung. Ja, nein, das lässt er jetzt. Ah, guck, der macht jetzt da drinnen, macht er den Matsch, um das an die Wände zu machen, damit das Wasser drin bleibt. Damit es nicht noch härter ist, ne? Ja, genau. Aber wo ist der Stöpsel? Es gibt keinen Stöpsel. Ich glaube, du musst dann das Wasser einmal. Yo! Sieht sau gut aus. Das sieht so stark aus. Ja, aber ich würde ja schon einen Stöpsel reinmachen, dass du mal immer frisches Wasser reinfüllen kannst. Ja, Mann, und der sollte sich mal einen Wasseranschluss und Stromanschluss da legen. Ein T-Shirt wäre auch nicht schlecht. Ein T-Shirt kann er sich auch mal anziehen. Alter, was der aber auch für Techniken drauf hat, gell? Ja, ja, schnell. Ist so krass. Alter. Sieht aus wie ein Xylophon, irgendwie so ein übergroßes. Hä, das ist eine Treppe, oder? Treppe, Leiter. Ah, der platziert es an die Seite, sodass man um den Pool herumlaufen kann. Denkst du? Ja, guck! Yo. Alter, was? Ey, niemals! Aber die wohnen da einfach. Wohnen die da dann drin oder ist das einfach nur so aus Spaß? Alter, das ist schon eine coole Ferienwohnung. Ja, aber ist das nur so aus Spaß oder wird da drinnen wirklich gelebt? Ey, dieser Dschungel sieht so schön aus, Mann. Ich wünschte, wir hätten auch so einen Dschungel bei uns. Haben wir doch. Echt? Okay, dann lass jetzt hingehen. Auf dem Kopf von Joe. Yo, der will das jetzt, ich glaube, wenn er das wirklich... Ja, aber guck mal, das muss doch auch wirklich Stunden dauern, bis er das Ding gefüllt hat, oder? Ich glaube, der macht das nicht alleine, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, da hilft jemand mit. Ja, wieso ist es so blau auf einmal? Ich glaube, da ist sogar Chlor drin. Ich glaube... Yo, wie lange? Guck mal. Im Hintergrund sind da sogar so Töpfe dazu gekommen. Ja, woher kommen diese Töpfe? Ikea. Wer? Ikea. Und der eine hintere Topf, der brennt sogar. Schau mal ganz genau. Das ist eine Ölkerze. Was? Eine Ölkerze oder was hat der niemals gemacht? Der macht das niemals. Das ist saugeil. Alter, also, jetzt mal no joke, ich würde sogar da Urlaub machen, glaube ich. Ja, Mann. Für so eine Woche oder so. Oder weißt zwei. Du, wenn man das jetzt noch bunt anmalen würde, dann würde das richtig stark aussehen. Alter, mit diesen Flammen auch. Huhu. Das ist Urlaub. Aber ich hätte trotzdem einen Stöpsel hingemacht, so ein Loch und dann vielleicht einen Stein davor legen oder sowas. Oder so. Oh, guck mal, jetzt geht er einfach schwimmen. Nice. Das hat er sich auch richtig verdient, Alter. Ja, Mann, ey. Wie der so rumklatscht, gell? Ey, was glaubst du, wie gut es dem geht, ey? Der hat richtig Laune. Einfach mal eine Runde schwimmen. Das ist echt cool. Boah, das sieht wirklich... Aber das hat sogar hier oben noch so eine Überdachung. Ne? So ja, kleine. Mann, der hat sogar ein Vordach einfach. Und die Decke ist auch sogar so von der Sonne geschützt, dass es da nicht so heiß drin wird. Oh mein Gott, sowas müssen wir auch mal bauen, ey. Ich wollte schon immer sowas mal machen eigentlich. Ich eigentlich auch. Wahnsinn. Wow. Okay, Leute, falls ihr da mehr davon sehen wollt, das Video ist tatsächlich von Survival Builder, falls ihr mal sowas gerne angucken wollt. Falls wir uns sowas nochmal angucken sollen. Dann gebt uns einen Daumen zur Seite. Wow. Gebt einen Daumen nach oben, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Schaut bei Lars vorbei. Und haut rein, Leute. Ciao.